Während die DTM sozusagen am Ende ist für diese Saison, ist die Ringer-Bundesliga gerade mal in der Halbzeit angelangt. Und der mehrfache deutsche Meister KSV Köllerbach eben auf, hatte gestern zum Rückrundenauftakt den ASV Mainz zu Gast. Ein ganz besonderer Gegner, denn zum Saisonauftakt hatte es gerade gegen Mainz eine Niederlage gegeben. Und mit Mainz kam auch ein ehemaliger Köllerbacher zurück in die Köberghalle, nämlich Juri Kohl. Georg Kitzinger. Juri Kohl kam nur als Zuschauer in die Halle. Das war die erste Überraschung des Abends. Ja, ich habe in der Vorrunde schon bis 62 Kilo fast alle Kämpfe gemacht. Und letzte Woche noch 62 Kilo gemacht. Das kostet mich sehr viel Substanz. Ich bin auch nicht schwer genug und ich fühle mich auch nicht fit. Anstelle von Juri Kohl ging dann für Mainz Wladimir Behrenhardt im blauen Trikot auf die Matte. Doch er stand gegen den Köllerbacher Polen Tomasz Schwirk auf verlorenem Posten. Drei wichtige Punkte für die Gastgeber, die zur Pause knapp mit 10-7 führten. Mainz, völlig unbeeindruckt, gewann mit David Bichinaschwili und Jarzy Bukur die nächsten beiden Kämpfe und lag urplötzlich wieder in Führung. Der Druck lastete nun auf der sogenannten deutschen Achse, auf Jan Fischer, Konstantin Schneider und André Schicker. Jan Fischer gegen seinen langjährigen Trainingspartner Dominik Engel, hart umkämpft und dank einer Wertung quasi in letzter Sekunde der dritten Runde ein enorm wichtiger 13-0-Rundenerfolg für Jan Fischer. Engel in die gefährliche Lage gebracht. Zwei technische Punkte für Jan Fischer. Ohne Zweifel auch für sein Selbstbewusstsein ein bedeutungsvolles Ergebnis. Es folgte der Auftritt des Teamkapitäns. Konstantin Schneider besiegte mit einer erneuten Klasseleistung, vor allem im Standkampf, den Bulgaren Iljan Georgiev mit 13-0. Damit konnte Mainz nur noch mit einem Schultersieg im letzten Kampf des Abends noch ein Unentschieden erreichen. Kostas Schneiders Spezialtechnik, der Herumreißer im Stand, brachte den Erfolg. Im Anschluss dann André Schicker, Grippe geschwächt. Er gab diesen Vorsprung dennoch nicht mehr her. Verlor zwar seinen Kampf 2-3, doch der Gesamtsieger hieß KSV Köllerbach und Tabellenrang 2 gab es als Zugabe. Also ich würde jetzt mir nicht zutrauen zu sagen, wer am Ende deutscher Meister macht. Also es ist tagesformabhängig. Es sind wirklich einige Mannschaften, die dafür in Frage kommen. Mainz und Köllerbach auch? Ich gehe davon aus, auf jeden Fall, dass Mainz und Köllerbach um die deutsche Meisterschaft ringen können. In der Form des gestrigen Abends wird das Team um Kapitän Kostas Schneider wohl jeden Gegner vor Probleme stellen.